cool aus hier. Ja. Angriff flanken! Okay. Ich halte mich hier selbst beschäftigt. Angriff vorne! Okay, vielleicht hier lang gehen. Boah, schon abbiegen sollen. Da komme ich da noch hin. Ulfra. Könnt ihr sie riechen, Verandis? Der Geruch von Beute im Wind. Wir sollten sie jagen. Nicht unnötige Diskussionen in diesen Hallen aus Stein führen. Ihr wolltet mich sprechen, Ulfra. Wenn ihr Fürst Rada Al-Saran seht, so setzt nicht euren uralten Streit fort. Er muss bei der Sache bleiben. Ich habe eure Obsession in Sachen Schafe nie verstanden, Verandis. Es gibt Jäger und Beute. Wir sind Jäger. Euer Mitgefühl für die Beute grenzt an Wahnsinn. Ihr wart selbst einmal sterblich. So wie ihr, bis Molag Bal euch in etwas Besseres verwandelte. Etwas Würdiges. Fürst Hirsine machte mich zu einem seiner mächtigsten Jäger, weil er wusste, dass die Sterblichkeit mich einschränkte. Ich konnte nicht mein volles Potenzial ausschöpfen, bis er mich von diesem Schicksal erlöste. Ich schlag doch nur vor, dass wir in Frieden mit den Sterblichen zusammenleben. Immerhin sind sie uns zahlenmäßig überlegen. Der Wolf fürchtet sich nicht vor 1000 Hasen. Er erfreut sich einfach an der Überfülle, die Hirsine schenkt. Menschen, ganz gleich wie sehr ihre jämmerlichen Armeen auch anwachsen mögen, werden nie eine Bedrohung für uns darstellen. Kommt wieder zu Sinnen, Verandis. Kommt zurück! Zu euren Brüdern und Schwestern. Ich werde nicht damit aufhören zu versuchen, euch davon zu überzeugen, dass mein Kurs der richtige ist. Ihr seid ein Narr, Verandis. Das wart ihr immer. Wieso lässt Fürst Rada Al-Saran euch so viel Spielraum? Wir brauchen euch nicht im Grauen Rat. Ihr könntet nicht einmal als Fußsoldat in Styriches Armee dienen. Raubt jemand anderem mit eurem Widersinn den Verstand. Rada Al-Saran hat hier ein imposantes Kastell errichtet. Grauheim ist imposant, das bestreite ich nicht. Doch ich verabscheue das Warten, Herumsitzen und Diskutieren. Ich bin eine Jägerin. Ich sehne mich danach, Sterbliche sich in meinem Griff winden zu fühlen und ihr Blut zu Boden spritzen zu sehen. Tut ihr das nicht? Ihr wisst, dass ich das nicht tue, Ulfra. Wieso versuche ich überhaupt mit euch über solche Dinge zu sprechen? Fürst Rada Al-Saran hätte euch vor Jahren eurem Schicksal überlassen sollen. Doch er ruft euch immer wieder zurück. Ja, dann leb wohl. So, noch mit Zingales sprechen. Ah. Grauheim Obergeschoss. Aber gar nichts durchlooten. Keine Schränke. Zingales. Ah, Verandis. Gut, ich wollte mit euch sprechen. Ich werde es nie müde, diese Kreation zu betrachten. Erklärt mir noch einmal, wieso ihr eure Studien der Steinhüllen aufgegeben habt. Ich dachte, ihr wolltet eure teuren Sterblichen vom immerwährenden Leben ihrer Meister kosten lassen. Die Sterbliche, die ich wiederbelebt habe, verlor den Verstand. Zingales, das Experiment ist gescheitert. Ist es das, was euch umtreibt? Ein kleiner Fehlschlag und schon gebt ihr derart vielversprechende Forschungen auf? Ihr hattet die Gelegenheit, die Kontrolle über das Dasein an sich an euch zu reißen. Sowohl das Leben als auch den Tod zu beherrschen. Eine solche Macht ist unvorstellbar. Und doch vergeudet ihr sie.
Ein Fehlschlag war mehr als genug. Selbst solche Macht, wie ihr sie beschreibt, ist es den Preis nicht wert. Preis? Pah, welcher Preis? Sterbliche sind so austauschbar und zahlreich wie Sandkörner an einem Strand. Sobald ihr eure Schöpfung gemeistert hättet, würdet ihr sie ganz nach Belieben wiederbeleben können. Sie würden euch als einen Gott verehren. Würde das nicht den Frieden bringen, nachdem ihr euch so sehnt? Wir sind nicht ihre Götter, Zingales. Sie sind uns gleichgestellt. Wie könnt ihr nur so fehlgeleitet sein? Sterbliche stehen so tief unter uns, dass sie ihre eigene Unzulänglichkeit nicht einmal begreifen. Ich hoffe nur, dass Fürst Rada al-Saran euch zur Vernunft bringen kann. In der Zwischenzeit werde ich diese Schöpfung studieren und vielleicht sogar Erfolg haben, wo ihr gescheitert seid. Ich hoffe, ihr habt Erfolg, Zingales. Ihr wisst nicht, wie sehr ich unsere Diskussionen vermisst habe, mein Freund. Unsere weitreichenden und faszinierenden Unterredungen über Wissenschaft und Philosophie. Ich freue mich, diesen Austausch fortzuführen. Sofern ihr noch nicht vorstellig wurdet, solltet ihr Fürst Rada al-Saran aufsuchen. Hi, Miramis, schön, dass du auch vorbeischaust. Hallo, mach's dir gemütlich. Wir sind hier mitten auf dem Prolog zu Markgras. Wie geht es mit euren Studien voran, Zingales? Während eurer Abwesenheit habe ich beachtliche Erfolge erzielt. Rada al-Saran hat ein sonderbares Relikt unter dem Reik entdeckt. Ich habe es wochenlang studiert. Es ist bemerkenswert und ich habe kaum begonnen, die Möglichkeiten zu erkunden, die es unserer Art offenbaren könnte. Das klingt interessant. Was für eine Art von Relikt? Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor ich es nicht ausgiebig untersucht habe. Ich freue mich jedoch darauf, meine Erkenntnisse mit euch zu teilen, sobald ihr euch akklimatisiert habt. Ja, dann leb wohl. So. Jetzt sollen wir mit Rada al-Saran sprechen. Bei Arkais Bart, die ist mal ein Augenweide. Mensch, sind das hier lange Wege. Wo baut man hier so ein großes Ding, ey? Doch nur am Laufen. Ein Blutbrunnen? Wie schön, euch zu sehen, Verandis, mein alter Freund. Ihr seht gut aus. Unsere Hallen fühlten sich ohne euch recht leer an. Was haltet ihr von unserem neuen Zuhause? Ist es nicht so, wie ich es in meinem Brief schrieb? Ist es nicht alles, was man sich je hätte wünschen können? Ihr habt ein prächtiges Kastell gebaut, alter Freund. Doch sagt mir eins. Habt ihr über meine Bitte nachgedacht? Mit der sterblichen Königin zu parlieren? Das habe ich. Aber meine Haltung hat sich nicht geändert. Die Stärke der Grauen Schar ist über die Jahrhunderte nur gewachsen. Während Dutzende Königreiche der Sterblichen ihren Aufstieg und Fall erlebt haben. Welchen Zweck hat es da, ihnen nun unsere Existenz zu enthüllen? Die Sterblichen sind nicht mehr so, wie ihr euch erinnert. Kaiserin Estra würde eine gute Verbündete abgeben. Was Sterbliche durch ein Bündnis mit uns zu gewinnen haben, liegt auf der Hand. Doch welchen Vorteil ziehen wir daraus? König Styriche und unsere Graue Schar könnten diese Kaiserin Hestra und ihre Armeen in nur einem Tag zermalmen. Ich weiß, dass ihr euch um unseresgleichen sorgt, Verandis. Doch das müsst ihr nicht. Ich könnte nicht weiter Krieg gegen die Menschen führen. Es gibt einfach zu viele von ihnen. Für einen derart brillanten Geist, der half, unseren Grauen Rat ins Leben zu rufen, könnt ihr so kurzsichtig sein, Verandis. Ich sage Folgendes. Wenn die Sterblichen sich nicht gegen uns wenden, wenden wir uns auch nicht gegen sie. Doch ich kann eure kostbaren Sterblichen nicht vor sich selbst schützen. Ich glaube an den Grauen Rat, nicht an styrische Graue Schar. Und nicht ein Bündnis würde uns alle schützen. Nee, und ein Bündnis würde uns alle schützen, so. Genug von Allianzen und Sterblichen. Es ist viel zu lange her, seit wir einander das letzte Mal gesehen haben, Verandis. Lasst uns von besseren Zeiten sprechen, das dargebotene Blut trinken und über die gewaltige Verpflichtung nachdenken, für die Sicherheit unseresgleichen zu sorgen. Ich habe mit Ulfron Zingales gesprochen. Gut, ihr könnt euch nicht vorstellen, was sie mir während eurer Abwesenheit für eine Stütze waren.
Ihr werdet erfreut darüber sein zu hören, dass Ulfra dieser Tage Zurückhaltung zeigt. Und ich weiß, dass Zingalis nur zu gern seine Experimente und Forschungen mit euch besprechen würde. Ich verstehe den Traum nicht, Rada Elsaran. Sie verstehen wenig, was nicht ihren eigenen Bedürfnissen dient. Sie verstehen nicht, warum wir den Grauen Rat gegründet haben oder was für eine Bereicherung ihr für die Graue Schar seid. Es wird kein leichtes sein, sie davon zu überzeugen, Frieden mit den Sterblichen zu schließen. Warum habt ihr mich eigentlich hier eingeladen, wenn ihr nicht gewillt seid, über diese Angelegenheit zu reden? Wir haben geredet und ich habe zugehört. Ich habe euren Idealen viel mehr Beachtung geschenkt, als sie es verdient hätten. Ich habe euch eingeladen, weil ihr hier aufblühen werdet, Verandis. Ihr gehört hierher, unter eure Brüder und Schwestern, anstatt dort draußen durch die Irrungen und Wirrungen des Daseins der Sterblichen zu meandern. Am Anfang des Traums stand aber nicht, dass wir über die Sterblichen herrschen. Euer Traum und meiner sind sich ähnlich, mein Freund. Doch sie sind nicht derselbe. Diese Uneinigkeiten zwischen uns, sie zehren an meiner Geduld. Doch diesem Ort, ganz gleich, wie prächtig er auch sein mag, fehlte etwas, bis ihr zurückgekehrt seid. Ihr gehört hierher, Verandis. Ich würde unser Gespräch über ein Bündnis mit den Sterblichen gern später fortsetzen, mein Freund. Natürlich, Verandis. Ich kenne euch zu gut, um zu glauben, ihr würdet diese Sache so leicht auf sich beruhen lassen. Ich verspreche euch, wir werden wieder darauf zu sprechen kommen. Es besteht kein Anlass zur Eile. Wir haben uns seit einem ganzen Elfenleben nicht mehr gesehen. Erzählt mir von euren Unternehmungen, mein Bruder. Wir sind unsterblich. Wir haben Zeit aller Welt, um die Geschichten auszutauschen. Und doch vergeudet ihr Jahre fernab eurer Familie, um euch um jene zu kümmern, die ein kurzes und bedeutungsloses Leben führen. Ach, Verandis, ist mein Wort denn nicht genug, um euch zu beschwichtigen? Wir werden später weiter hierüber reden. Für den Augenblick? Genau, reicht das. Ja, auch schon durchgespielt, ja. Ups. Fürst Verandis, entschuldigt die Verzögerung. Das Studierzimmer ist nun bereit. Weiß gar nicht, wie das ist, lange das hier noch geht. Oh Gott, da bin ich mich erschrocken. Was? Ich bin gespannt, ob das hier mehr Anspruch hat als Greymoor. Ach da, der Schreibtisch mit dem Tagebuch. Ganz ruhig, mein Freund. Zeit zum Aufwachen. Findet den Traumreisetrank und trinkt ihn. Ach da, auf dem Tisch. Oh Gott. Scone. Was? Was? Hast du den? Ich schon Herzanfälle hier. Ah, wer denn ist? Hi. Ihr habt im Schlaf aufgeschrien, unmittelbar bevor ihr erwacht seid. Wow, was ist geschehen? Geht es euch gut? Ich habe im Traum in Verandis Studierzimmer. Ich bin im Traum in Verandis Studierzimmer gegangen und habe versucht, sein Tagebuch zu lesen. Oh, das würde es erklären. Keine Sorge, es liegt nicht an euch. Es ist nahezu unmöglich, während einer Traumreise zu lesen. Aber sagtet ihr Verandis Studierzimmer? Er hatte ein Studierzimmer an diesem schrecklichen Ort? War er wirklich ein Mitglied der Grauen Schar? Das war er. Und von etwas, was der Grauen Schar der Graue Rat genannt wurde. Doch er wollte, dass Frieden zwischen den Menschen geschlossen wird. Klingt nach Verandis. Deshalb hat er schließlich Haus Rabenwacht gegründet. Um es Vampiren wie uns zu erlauben, ungefährdet zusammenzukommen. Uns nur von willigen Personen zu nähren und Sterblichen zu helfen, anstatt sie zu unserer Beute zu machen. Dann hat er also nicht darauf gehofft, Tamriel zu erobern? Nein. Er sprach sich für ein Bündnis mit den Sterblichen aus. Er wollte wirklich Frieden. Dann hat er mich nicht angelogen. Er ist nach wie vor der Mann, den ich kenne und dem ich vertraue. Er hat natürlich ein paar Dinge ausgelassen, doch damit befasse ich mich ein anderes Mal. Dieses Studierzimmer, das er hatte, es könnte immer noch da sein. Könnt ihr mich zu ihm führen? Ja klar, kann ich machen. Denke ich. So, kurz gucken.
Ein Siegel. Au! Na? Explodierende Siegel? Mhm. Und voll erschrocken. So, dann wollen wir mal aufgehen. Oh, jo. Bist du schon da im Studierzimmer? Mhm. Ich hab die Gegner jetzt einfach mal links liegen lassen. Nach all dieser Zeit riecht es hier immer noch nach ihm. Ja, ich hab gedacht, wir spielen das jetzt einzeln weiter. Entschuldigung. Nee, boah, warte, warte, warte jetzt. Ich hab das ein bisschen hab ich irgendwie nicht gerafft. Randys Tagebuch. Habt ihr das Tagebuch gefunden? Ja. Was steht darin? Viele, das viele Worte. War immer noch hier? Erstaunlich. Was stand darin? Randys versuchte Menschen und Vampire mit Hilfe des Einsetzens von Steinhüllen wiederzubeleben. Lasst mich das mal sehen. Das Ritual ist recht simpel. Man zündet einfach ein paar Kerzen an und platziert das Reliquiar. Es sieht aus, als hätte er diese Forschungen aufgegeben, bevor er sie je an einem Vampir testete. Irgendetwas von wegen Lebensenergie und einem zu hohen Preis. Ich glaube, Zingales verwendete seine Forschung, um die graue Schar im Himmelsrand wiederzubeleben. Richtig. Zingales muss die Experimente von Verandis weitergeführt und sie verfeinert haben. Wisst ihr, wenn Vampire sterben, gehen unsere Seelen nach Kalthafen, zu Molag Bal. Das könnte unsere Chance sein, Antworten unmittelbar von einem Mitglied des Grauen Rates zu erhalten. Ihr wollt ein Mitglied des Grauen Rates aus Kalthafen zurückholen? Warum nicht? Sie sind böse. Wen kümmert es, was das Ritual mit ihnen macht? Wir müssen sie vernehmen und ein paar Schwächen finden. Irgendeinen Weg, um die graue Schar aufzuhalten. Geht nach unten und findet das Reliquiar, von dem Verandis schrieb. Trefft mich anschließend in der Ritualkammer. Okay, ich werde das Reliquiar holen. Besorgt das Reliquiar und kommt zur Ritualkammer. Das Bild an der Wand ist kaputt. Was? Ja, wenn du dich drehst, verschwindet's immer. Okay, das Bild an der Wand. Siehst du, du siehst es nicht mal. Da. Ja, stimmt. Das muss so. Das ist ein Spezialbild. Ja, diese Wackelbilder gab's doch. Ach, so ein Wackelbild, super. Genau. Ach, die gibt's gar nicht mehr. Ne, diesmal trete ich nicht drauf. Okay, bin ich falsch. Ja, irgendwie noch Holz abgebogen, kann das sein? So ein bisschen. Ach, ich trete drauf. So. Nee. Hallo? Aber länger gebraucht hier. Ektoplasma. Ah, diesmal erschrecke ich mich nicht mehr. Ich dachte, wie siehst du denn jetzt aus? Was? Ja, das ist noch eine andere. Die sprang genau, wo du Juhu machtest. Nimm mir runter. Oh, da ist ein Gargoyle. Ich will nicht spielen. Verdorbenes Fell. Wie kann ein Gargoyle verdorbenes Fell haben? Das sind doch Steinwesen, oder? Jetzt, wo du sagst, ja. Ein Geräusch. Ja, was hier klappt. Ach, da oben. Ach, da oben hockt einer drin, der da raus will. Oh. Da oben. Oh. Hier oben. Oh. Über mir. Über mir. Ah. Da komm raus. Mach nicht so Lärm. Ehrlich. Voll nervig. Geh jetzt. Ja, immer tiefer hier. Hast du etwa Angst im Dunkeln unten? Nö. Hätte ja sein können. Hier bei dem Spiel, da habe ich jetzt eigentlich nicht so. Es gibt andere Spiele, da bin ich ein bisschen ja. Mädchenhafter. Ich gebe zu. Ich hasse nur mal Spinnen. Oh. Also im Spiel.
Im normalen Leben habe ich kein Problem mit. Arg. Wenn da Spinnen kommen, um Gottes Willen. Oder überhaupt so manche Sachen. Das ist definitiv eine Schlange. Da wird er wirklich zum kleinen Mädchen. Zündet die Kerzen an und beginnt das Ritual. Ja, oder bei Satisfactory in so eine Höhle rein, wenn man schon die Spinnen so hört. So. Platziert jetzt das Reliquiar. So, jetzt müssen wir den Typen da wahrscheinlich killen, ne? Das Ritual. Es wirkt. Bleib, wo ihr seid, Exarch. Wir haben Fragen. So durstig. Was? Hallo? Gut. Ihr besteht auf einen Kampf, den bekommt ihr. Wir wollen nur reden. Hallo, kann einer das Licht ausmachen? Ich sehe nichts mehr. Ja, ehrlich. Verandis, was habt ihr getan? Verandis, wieso seid ihr hier? Wer denkt ihr, hat diesen Ort versiegelt? Ich bin gekommen, als meine Schutzzauber gebrochen wurden. Verandis, ihr hättet mir vom Grauen Rat erzählen sollen. Ihr wisst es also, Gwendis. Kommt, sprechen wir draußen. Okay. Ja, dann geht doch mal vor hier. Achso, da geht's raus. Und lass den armen Kerl endlich raus, ey. Ja. Ist doch furchtbar. Der nervt. Dieses unterständige leise. Tschich, tschich, tschich. Ja. Nein, nicht schön. Ihr seid also derjenige, der Gwendis bei ihren Erkundigungen geholfen hat. Wenn ich nur völlig ehrlich zu ihr gewesen wäre, hätte ich euch beiden diese Mühe ersparen können. Bitte, nehmt meine Entschuldigung an. Warum habt ihr Gwendis nicht von eurer Mitgliedschaft im Grauen Rat erzählt? Das war die ferne Vergangenheit. Es gab keinen Grund, meine Verstrickung mit der Grauen Schar zu erwähnen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sie noch einmal wiederkehrt. Rada Al-Saran und ich waren einmal Freunde. Ich versuchte ihn davon zu überzeugen, einen anderen Weg einzuschlagen, doch ohne Erfolg. Ich habe eine Traumreise durch eure Erinnerungen unternommen. Ich sah, was ihr zu ihm und den anderen sagtet. Ihr habt es gesehen? Ja, ja. Dann wisset, dass ich es bereue, es nicht eifriger versucht zu haben. Hätte ich den Krieg abwenden können, wenn ich mehr darauf gedrängt hätte? Wir werden es wohl nie erfahren. Gwendis teilte mir mit, Rada Al-Saran könnte noch am Leben sein. Und dass die Graue Schar irgendwie zurückgekehrt ist, um unsere Welt zu bedrohen. Und was geschieht jetzt? Jetzt? Jetzt führe ich fort, was ihr und Gwendis begonnen habt. Wir müssen herausfinden, was diese wiederbelebte Graue Schar vorhat. Und uns einen Plan zurechtlegen, wie man sie aufhält. Wenn die Zeit kommt, wird Haus Rabenwacht nach euch schicken. Ich bete, dass ihr uns auch weiterhin beisteht. Ich werde bereit sein, sobald ihr mich ruft. Ich machte mich auf die Suche nach Wissen über die Graue Schar, nur um zu entdecken, dass mein Mentor an ihrer Entstehung beteiligt war. Verandis mag seine Vergangenheit geheim gehalten haben, doch wenigstens wissen wir, dass er gegen ihre Eroberungspläne war. Er war nicht Teil ihres Krieges. Ja, Verandis hat versprochen, euch dabei zu helfen, mehr über die Graue Schar und ihre derzeitigen Pläne herauszufinden. Ich habe gehört, was er sagte. Ich bin immer noch verärgert darüber, dass er diesen Teil seiner Vergangenheit geheim gehalten hat. Aber wir kommen drüber hinweg. Irgendwann. In der Zwischenzeit weiß ich wenigstens, dass ich ihm vertrauen kann. Dass er die Ideale des Hauses Rabenwacht nicht verraten hat. Dann werdet ihr hierbei also mit ihm zusammenarbeiten? Natürlich. Es steht so viel auf dem Spiel, als dass wir zulassen könnten, dass uns ein paar Geheimnisse in die Quere kommen. Ich werde ihm helfen, wo und wie ich nur kann. Und sobald wir mehr wissen, werden wir nach euch schicken. Ich könnte mir denken, dass ihr genauso sehr wissen wollt wie wir, wie diese Sache ausgeht. Noch etwas, bei dem ich euch im Augenblick helfen kann? Nehmt dies. Ihr habt es verdient. Dafür, dass ihr mir geholfen habt, mehr über Rada Al-Saran und die Graue Schar zu erfahren. Und dafür, dass ihr die Wahrheit über die Verbindung zwischen Verandis und dem Grauen Rat herausgefunden habt. Sobald wir bereit für die nächsten Schritte sind, wird Haus Rabenwacht an euch herantreten. Okay, habt Dank.
Ja, ich würde sagen, das war der Prolog zu Markrath. Sehe ich zumindest hier. Jo, das würde ich auch mal so sagen. Oh, wie geht das jetzt hier raus? Ach, da. Gibt es andere uralte Geheimnisse, von denen ich wissen sollte? Wollt ihr wirklich alle schmutzig? Oh, hier raus hier. Ah. Oh, guck mal. Ah. Oder? Kann ich dich mitnehmen? Hm. Komm mal da runter, ohne zu sterben. Man stirbt danach, oder wie? Genau. Ja, ja. So. Okay. Dann würde ich sagen... Ah, wo kommt der denn her? Ey, der saß da die ganze Zeit schon. Gerade mal die Map hier angucken. Castell Grauheim. Oh, ich überlege gerade, wie das in Skyrim hieß. Ich weiß es nicht. Da gab's doch auch da, wo die Vampire waren. Ja. Da, wo auch die Vampirfürstin die ganze Zeit rumgemeckert hat. Es ist zu warm, es ist zu kalt, es ist zu dunkel, zu hell. Du meinst den nervigen Begleiter? Den nervigen Begleiter. Wie sie hieß. Meinst du, hier sind wir richtig? Nö. Ich wollte nur ein bisschen. Achso. Kein Skyrim mehr gespielt. Jo. Serana, doch ja, das könnte sein. Wenn man draußen rumgelaufen ist, hat sie rumgemeckert, dass man auch mal wieder in irgendeine Höhle gehen soll. Oder ja, so. Und wenn man in den Höhlen rumgelaufen ist, dann war es hier wieder zu dunkel. Zu dunkel, kann man wieder rausgehen und ja, und ah, nee, war ja immer so. Die war schon ein bisschen nervig. Ja, ja, das war's, würde ich sagen. Ja. Liebe Freunde. Mal so. Ja. Das war der Prolog. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, und nächste Woche müssen wir mal gucken. Jetzt probiere ich nochmal kurz das Requila aus. Mal gucken. Achso. Und nichts passiert. Ja. Außer. Außer spätestens nichts gewesen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was dazu. Achso. Okay. Das ist. Achso, das sehe ich wieder nur, wenn ich. Ja, muss ja einen Schnellstart leisten, aber ist nicht gerade beeindruckend. Warte, ich guck doch mal. Zeig mal. Ja. Na ja. Na ja, gut. Das ist. Da gibt's bessere. Ja, da gibt's bessere. Ja, gutes Nächtle wünschen wir dir auch. Und dann. Ja, vielleicht nächste Woche. Ja, dann machen wir nächste Woche Kalthafen weiter, ne? Würde ich sagen. Wo lag Wahl endlich mal in den Hintern treten? Ja. Okay. Ja, dann habt vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.